Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Legend of Kyrandia Nummer 3, Malcolm's Revenge. So, ich weiß gar nicht mehr, wo waren wir das letzte Mal? Ich glaube, da oben wollten wir mal vorbeischauen. Und gucken mal, was es da Schönes gibt. Ah, genau, hier war der Lehrer. Den Apfel haben wir uns ja schon mal gekrallt. Und wir rutschen mal eine Runde. Mit dem Fisch sprechen wir später. Aber jetzt möchte ich erstmal hier reinhüpfen. Dann gehe erstmal runter. So. Dann da rein einmal. It looks like I could get in there. Siehste? Dann mach mal. That probably activates the garbage suits. So, mal rein. Tourist. Ja, mecker nicht. This must activate the flusher. Whee! Und ab geht's. They're so easily impressed. Das allerdings. That was great. Whee! They could charge admission for that ride. Bringen die jetzt bloß nicht auf dumme Gedanken. So, und ich glaube, jetzt können wir uns relativ... This place is weird. Gucken, dass wir möglichst schnell irgendwas rausschaffen. Ja, also mal so ein paar Sachen mitnehmen. Können wir die eigentlich jetzt wieder Geld abknöpfen? That's me. Better give me your payment. Okay, here you go. So, sehr schön. Wieder zwei weitere Münzen. Weiß gar nicht, ob das mittlerweile schon reicht. Ich glaube, wir konnten auch noch irgendeinen Fisch bestechen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gehen einfach mal freiwillig jetzt zur Königin. Ich glaube, den können wir bestechen. He didn't even thank me. How do I get out of here? We're all stuck here, pal. She won't let any of her harem leave limbo. There must be something we could do. Let's scare her or something. It would take a miracle. The only thing she was ever afraid of was her father. How do we get her father back? Our beloved King Yevmog died last year. Bad case of ick. Horrible. Maybe his ghost could scare her. Sure. But how do we do that? There must be something we can do. It would take a... Okay, das ist schon mal nicht verkehrt. Und den Socken haben wir noch da. Schlüssel. Hast du was zu sagen eigentlich? Tell me, am I the best player you have ever met? Without a doubt. Okay, auch das hatten wir schon mal. Ich dachte, wir könnten den irgendwie noch bezahlen, dass der jetzt für uns die Spielchen übernimmt. Aber gut, dann gehen wir mal nochmal zurück zum Kanonier und fragen mal, was der haben will. Der müsste uns nämlich eigentlich hier wegbringen können. Hallo, mein Freund, wie geht's dir denn so? Welcome to Ed's
discount Underworld Express. What? Where? You must be new. This is Limbo here. It's not heaven, and it's not, you know, down there. But we do give people rides to the underworld. It's just through the cataracts over there. Klingt ja nicht schlecht. I've talked to your boss. You're supposed to shoot me up to the surface. Sorry, that's not in the manual. For first-time riders, the charge is 5 coins. Repeat rides cost 10 coins. Satisfaction guaranteed. You don't get there, you don't pay. Okay, das heißt, wenn wir jetzt noch einmal zu dem Fisch gehen und noch einmal 2 Münzen erhalten, sollte es eigentlich reichen, dass wir uns die Fahrt leisten können. Und sonst verkaufen wir ihm halt irgendwas. Dann geht's mal wieder ab zurück. Mal, das Halsband klingelt jetzt nicht wieder im unpassenden Augenblick, aber ich glaube, das war nur am Anfang so ein paar Mal und danach lässt es dann doch deutlich nach. Ich glaube, die Fischer haben ja auch eine ziemlich beschissene Aufgabe, die ganze Zeit rumliegen. Wo ich glaube, die sind sogar aufgespießt. So, mein Freund, wie sieht's aus? Hast du noch mal ein paar Münzen für uns? Wäre ganz praktisch. Who's there? Are you the new tax collector? That's me. Okay, here you go. Sehr gut. So, damit hätten wir das. Danke sehr. Und mal wieder zurück zu unserem Freund. Obwohl Freund ist da, glaube ich, auch schon etwas hochgegriffen. Er ist halt da. Na, komm, beweg dich. Gerade schon wieder Panik. Hopp, Malcolm. Keine Müdigkeit vorschützen. So. Hier geht's dann auch mal noch weiter. Und hier können wir jetzt ein paar Münzen übergeben. So. Bitteschön. Thank you. Keep 'em coming. Jawohl, werden wir. Thank you. Und die letzte. Okay, let's send you off. Yay. Go get in the cannon. Cool. Ja, dann schauen wir mal, wo wir da jetzt rauskommen. Ich hoffe mal, wir kommen auch wirklich an. Our business thrives on idiots like this guy. Das kann ich mir vorstellen. Ouch! That hurt. That's the stupidest system I've ever seen. This isn't any fun. Doppel-Urks. Sehr schön. So, da sind wir hier unten in der Unterwelt angekommen. This isn't any fun. Da ist Elvis, wie mir scheint. Wer bist du denn? How's it going? How do you think? I'm dead. I died in a horrible accident. Now, just because I stole cookies when I was a kid, I've been sentenced to eternity in the underworld. Na toll. Yeah, it's a bummer, but anything's better than being in limbo. May I go ahead of you? It's very important. What's the rush? Are you a sulfur freak or something? Das könnte natürlich auch sein. Yeah, it's a bummer. Anything's...
Okay. Hey, man. Our guest, Mr. Levis, prefers to be left alone. Mr. Levis? Sorry, there must be a typo on the form. Ja, was das wohl heißen soll. I wish they wouldn't keep us waiting. Miss, I'm number 67. He stole my number. Wait your turn. Noch. Wenn wir mal freundlich sind. Is there a missing persons department here? I'm looking for an old fish king's ghost, if he's handy. To summon a king's ghost, you'll need a royal seance. Okay. How do I perform a royal seance? You'll need a likeness of the deceased, something to see back in time, and you'll have to invoke the spirit in the presence of at least 7 mortals who really want the king to return. Super! A royal seance, huh? Let's go find this king right away. Oh no. Praktisch. Aber immerhin wissen wir jetzt schon mal Bescheid. I want to play tic-tac-toe now! Great! And since I am the queen, I will go first! Ja, überleg mal nicht so lang, mach mal. So, mal gerade gucken. Wir haben die Zeitung, glaube ich, noch nicht. Wir brauchen, glaube ich, noch irgendwie eine Zeitung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja gut, dann verlieren wir das noch gerade. Zusammen zu verlieren geht es eigentlich ganz gut. Ich bin unglaublich gut darin, einen Tic-Tac-Toe zu verlieren. Haha. Ich muss sagen, die stellt sich aber auch echt prima an. So, ja, müsste eigentlich gehen, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, dass sie auf jeden Fall dann da oben links das Feld nimmt. Ah, ich sehe es mal kommen, wenn die jetzt wirklich da unten hingeht. Ah, oh, Glück gehabt. So. Weil wenn die nämlich jetzt ihren da hingestellt hätte, hätten wir nämlich noch einen Unentschieden rausholen können, / müssen. Oder halt gewinnen. So. Well, I suppose that shows who is the best tic-tac-toe player. You did win that one. Damit hätten wir das. Dann machen wir uns mal noch auf die Suche nach einer Zeitung. Ich stelle mich mal gerade wieder auf Lügen. Tell me, am I the best player you have ever met? Without a doubt, your skill is frightening. So, dann würde ich mal sagen, ich verziehe mich mal wieder. Na? What did you say? You're a... I humbled that... Maybe we'll play... So, damit wären wir schon mal weg. Ja, dann müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir diese Seance zusammenkriegen. Na, erstmal holen wir uns noch ein paar Münzen.
Da ist ja nämlich ein Bild vom König drauf. Dann nehmen wir schon mal das Bild des Königs und das alte wird wahrscheinlich die Zeitung sein. Who's there? My name is Malcolm. You smell from I run the sanitation concession here in Limbo. Who's there? That's me. Okay. So, hätten wir das zumindest schon mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.